Ja, kommen wir zu Rechnungswesen Teil 17. Wir sind ja jetzt hier beim internen Rechnungswesen angelangt. Da werden wir auch gleich starten. Aber zuvor habe ich mich auch darüber gefreut, dass einige die Übungsaufgaben anscheinend gemacht haben und da nochmal Fragen zu hatten. Im Kern geht es bei mehreren Anfragen hier um diese Nummer 1315 und die Buchung 398 Euro Kasse an Forderungen. Einige Rückmeldungen gab es eben diesbezüglich, warum ist da keine Steuer enthalten, beziehungsweise es war ja in der Aufgabenstellung, wenn wir da nochmal drauf schauen, gesagt, dass wir hier ganz kurz bei der 1315, ein Kunde bezahlt 398 Euro in bar, um seine Verbindlichkeit gegenüber der Schmidt GmbH zu begleichen. Das heißt also, er gleicht jetzt die Verbindlichkeit seinerseits uns gegenüber aus. Und das bedeutet dann ganz konkret in dem Fall natürlich auch, dass wir die Buchung, die davor lag sozusagen, also die quasi zu dieser Forderung geführt hat, dass wir die ja schon gebucht haben müssen, sonst kann er die Forderung ja nicht ausgleichen. Was geht also diesem Vorgang hier voraus? Naja, auf jeden Fall eine Buchung, die lautete Forderung an Umsatzerlöse und an Umsatzsteuer. Wie gesagt, 1315 sagt in der Aufgabenstellung nur der Ausgleich dieser Forderung. Das heißt, die Buchung mit der Umsatzsteuer war vorher. Und wenn Sie jetzt die Aufgabenstellung auch lesen, machen Sie immer genau das, was hier steht. Ja, in dem Fall ist es nur der Ausgleich, Kasse an Forderungen. Die Umsatzsteuer muss schon längst irgendwann mal gebucht worden sein. Insofern ist der Sachverhalt, so wie er in der Aufgabenstellung und in der Lösung ist, auch richtig. Jetzt habe ich einen weiteren Sachverhalt oder eine weitere Rückmeldung bekommen. Es gibt nämlich Unterschiede in der Ist- und Sollbesteuerung. Das ist natürlich richtig, auch was der Studierende da geschrieben hat, beziehungsweise mir als Rückmeldung gegeben hat. Aber das kann ich hier in den wenigen, was wir überhaupt bei Buchführung machen können, hier nicht tun. Bedeutet also nicht nochmal eine Unterscheidung, wer wann wie die Umsatzsteuer zu bezahlen hat. Deswegen vergessen wir das Thema ganz schnell wieder. Mir ging es hier, was ist der Lerneffekt der 1315? Der 1315 Lerneffekt ist einfach, dass man berücksichtigt, Achtung, Achtung, es ist nur noch der Ausgleich, hier fließt nur noch das Geld zu. Die Forderung muss ja vorher schon mit Umsatzerlös und Umsatzsteuer gebucht worden sein, sonst kann er das Ganze inklusive Steuer ja gar nicht ausgleichen. Und das war einfach der Hinweis für die Rückmeldung, die ich zu dem Punkt noch bekommen habe. Eine weitere Rückmeldung drehte sich um die Fragestellung, wenn man hier bei 1317 sich bewegt, ob man nicht auch hier diesen gesamten Bankbetrag sozusagen auch hier gegen das Fahrzeugkonto buchen muss, also oder ja, den Gesamtbetrag und dann eine weitere Ertragsbuchung gegen das Fahrzeugbestandskonto vornimmt, um das Fahrzeugbestandskonto auf dem Weg auszugleichen. Im Ergebnis führt das also das Ergebnis ist dasselbe. Ja? Das heißt also, es würde mich jetzt nicht stören. Es ist jetzt, wenn man ganz pedantisch wird, aber ein bisschen problematisch, weil wir dann zwischenzeitlich einen negativen Fahrzeugbestand hier auf dem Konto hätten und einen negativen Bestand an Vermögensgegenständen kann es bis auf vielleicht ein Bankkonto nicht geben. Denken Sie an eine Kasse, entweder in der Kasse ist Geld drin, aber da kann nie Minusgeld drin sein und daher tendenziell eher nicht, aber ich sage es gerade, wie gesagt, solange das Ergebnis für mich stimmt am Ende des Tages, ist das für mich okay. Gut, dann gehen wir weiter in unseren entsprechenden Unterlagen und kommen jetzt hier zu dem Teil internes Rechnungswesen. Und das wird uns jetzt auch die nächsten, ich denke mal, 3, 4 Wochen oder so beschäftigen. Wir werden mal sehen. Starten möchte ich wieder mit einem kurzen Hinweis zur Literatur. Hier gilt Ähnliches, was ich schon beim externen Rechnungswesen gesagt habe. Diese Sachen sind jetzt wirklich mehr oder weniger überall gleich. Alle Grundlagen, die Sie in diesem Teil der Vorlesung finden, können Sie in allen möglichen Büchern finden. Sie können das überall nachlesen. Es gibt
tausende von Hinweise auch in den entsprechenden, im Internet, in Internetforen und so weiter. Insofern soll das jetzt hier nicht vertieft werden, weil es ist eben, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, wo sich jede Woche etwas ändert. Auch wenn Sie in die wissenschaftliche Literatur hineinschauen würden, würden Sie erkennen, dass das Ganze eben einen sehr, ich sag mal, statischen Charakter hat. Und insofern gibt es auch, gibt alles auch jede Literatur halt her. Fangen wir an mit Grundlagen und da möchte ich jetzt einfach mal wieder einsteigen in mein Lieblingsbild sozusagen. Was haben wir bisher gemacht? Wir hatten uns grundsätzlich mit Begriffen auseinandergesetzt in dem ganz ersten Teil. Dann haben wir über das Thema eben hier Finanzbuchhaltung und Abgrenzung schon ein bisschen gesprochen und dieser Teil war ja der Teil, den wir jetzt mit der Buchführung abgeschlossen haben. Und wo bewegen wir uns jetzt? Nämlich genau hier, dass wir hierüber hineingehen und uns mit diesem gesamten Themenkomplex der Kostenrechnung befassen. Das bedeutet auch, wir übernehmen einen Großteil der Buchungen, die wir in den letzten Wochen ja auch durchgeführt haben, hier über die Kostenartenrechnung. Was das ist, zeige ich Ihnen noch über Kostenstellen, Kostenträger. Und am Ende haben wir eben ein Produkt, was wir kalkulieren können. Wir haben ein Ergebnis, ein zeitliches Ergebnis. Und wir haben natürlich auch schon über kalkulatorische Kosten gesprochen, die wir dann auch noch berücksichtigen. Also wir befinden uns jetzt genau hier an dieser Schnittstelle. Und dementsprechend sind wir jetzt hier in diesem Bereich. So, damit wir reinkommen, wir haben nämlich in dem Teil oder in dem Einführungsteil, als es um Begriffe, Grundlagen ging, ja schon verschiedene Begriffe gehabt. Und jetzt will ich sie wieder sozusagen gedanklich aufwärmen. Was man eben niemals vergessen darf, sind Fixkosten und variable Kosten zum Beispiel als Begriff. Und wir haben auch über den Begriff unechte Gemeinkosten schon gesprochen. Und jetzt wollen wir das mal aufwärmen, was das Ganze bedeutet. Also eine Brauerei hat eine Gesamtkostenstruktur von 90% Fixkosten und 10% variable Kosten. Was kann getan werden, um die Stückkosten zu senken? Also die Gesamtkosten aus Fixkosten und variablen Kosten. Naheliegend in dem Fall natürlich erstmal die Fixkosten zu senken. Der Block ist ziemlich hoch und das ist einfachste natürlich bei einem 90%igen Fixkostenblock erstmal die Fixkosten zu senken. Was man natürlich auch tun könnte, ist die Menge massiv zu erhöhen, weil sich dann natürlich die Fixkosten auch auf eine höhere Menge verteilen würde und deswegen hier die variablen Kosten mit den 10% ja auch aktuell schon nicht so hoch sind. Also das wäre das Naheliegende, was man tun kann. Fixkosten senken, Menge massiv erhöhen. Jetzt bei der Nummer 2 genau umgekehrt. Wir haben 10% Fixkosten, 90% variable Kosten. Was sollte man also tun? Naja, auf jeden Fall Senkung der variablen Kosten. Weil die Fixkosten, das wissen wir ja, das ist der Kern der Idee von Fixkosten oder die Definition von Fixkosten. Fixkosten fallen ja immer an, sind eben nicht dadurch beeinflusst, dass sich die Ausprägungsmenge ändert. Und die Fixkosten fallen hier natürlich quasi gar nichts ins Gewicht. Und das bedeutet natürlich ganz klares Zeichen, hier sollte man die variablen Kosten senken. Das ist hier ganz eindeutig. Ich habe es fast eben gerade schon gesagt mit meiner Ausführung. Welche Kosten lassen sich leichter beeinflussen, fixe oder variable? Sollten Sie auch schon wissen, natürlich die variablen Kosten, weil sie eben immer von der Ausbringungsmenge, von der Produktion abhängen. Und denken Sie daran, was hatten wir als Beispiele für Fixkosten, was man sich immer gut merken kann, sind beispielsweise die Zinsen bei einer Bank. Und die Zinsen bei einer Bank müssen Sie immer bezahlen und es ist völlig egal, wie viel Sie produzieren. Und damit natürlich auch, wenn Sie gar nicht produzieren, müssen Sie Ihre Schulden trotzdem zurückbezahlen. Bedeutet, die Fixkosten sind eben nicht so einfach beeinflussbar. Das sollte man auf jeden Fall auch schon sich im Kopf natürlich gemerkt haben. Wie könnte man aus Gemeinkosten Einzelkosten machen? Auch relativ klar, durch einzelbezogene Ermittlung und Erfassung, zum Beispiel bei Energiekosten, das hatte ich auch in dem damaligen Stream schon gesagt, bedeutet beispielsweise so ein Klassiker, wir haben eine Energieabrechnung für unser Verwaltungsgebäude, mehrere Produktionshallen und vielleicht eine Lagerhalle. Und wenn ich jetzt die Produktion genau messen will, dann könnte ich eben
jetzt hier zum Beispiel Zähler einbauen und dann könnte ich aus diesem Teil der Gemeinkosten eben auch Einzelkosten machen, nämlich den Teil, der auf die Produktionshalle meiner Brauerei entfällt und das andere bleiben dann auch entsprechende Fixkosten. Und über diesen Weg kann ich dann natürlich das auch, diese einzelnen Energiekostenbestandteile einzeln den jeweiligen Produkten in der Produktion meiner Brauerei auch zurechnen und hätte dann eben aus Gemeinkosten Einzelkosten gemacht. Und hieran schließt sich auch die Frage 5 an. Den Begriff unechte Gemeinkosten hatten wir auch schon, nämlich diese unechten Gemeinkosten haben eine wichtige Funktion, weil sie eben einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit des internen Rechnungswesens leisten. Heißt also, man könnte daraus eben Einzelkosten machen, aber es lohnt sich bei vielen Bereichen, wie hier in dem Beispielsfall der Energie, einfach nicht, überall Zähler anzubauen, überall zählen, messen, wiegen, um noch eine weitere Genauigkeit in die Kostenrechnung hineinzubekommen und hinterher auch in die Kalkulation des Produktes, sondern man sagt, da kann ich einfach auch mal, ich sag's jetzt mal, fünfe gerade sein lassen sozusagen. Und das sorgt eben für die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems. Wie gesagt, wenn Sie anfangen würden, alles zu Einzelkosten zu machen, dann könnten Sie auch darüber nachdenken, ob oder in welcher Höhe beispielsweise der, nehmen wir das Beispiel, unser Professor Wienert, unser Leiter der Fakultät, der ist natürlich typischerweise sind das Gemeinkosten und den könnten wir natürlich dann irgendwie, wenn wir jetzt ausrechnen wollen, was der Einzelstudent wirklich in welcher Vorlesung kostet, bei unseren Produkten der Hochschule, könnte man jetzt anfangen, anteilig sein Monatsgehalt mit irgendwelchen Schlüsseln, irgendwelchen Messungen wirklich auf jede einzelne Vorlesung und den einzelnen Kopf zu verteilen, kann man machen, bringt nur hinterher in der Genauigkeit dann auch nicht mehr viel. Deswegen ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftlichkeit des Ganzen. Dann hatten wir auch schon kurz über diesen Begriff der Grenzkosten gesprochen. Was die Grenzkosten sind, steht hier auch nochmal, nämlich die Veränderung der Gesamtkosten im Verhältnis zur Veränderung der jeweiligen Produktionsmenge. Das ist jetzt hier auch ganz einfach dargestellt. Die Beispiele sind natürlich so gewählt, dass man es leicht nachvollziehen kann. Wir wissen, fixe plus variable Kosten ergibt die Gesamtkosten, bedeutet 12.000 plus 2.000 macht dann entsprechend 14.500. Und wenn wir das jetzt hier so weiter durchgehen, dann sehen wir Folgendes. Wir haben hier dann 200 Flaschen. Da haben wir dann variable Kosten von 3.000 Euro. Dann haben wir bei 300 Flaschen 3.800 Euro, 4.400, 4.800 und 5.000 Euro. Die fixen Kosten gemäß ihrer Natur bleiben natürlich gleich. Das bedeutet dann hier die Gesamtkosten. Und dann die Grenzkosten sind eben die Veränderung der Gesamtkosten im Verhältnis zur Veränderung der Produktionsmenge. Deswegen jetzt hier immer die Unterscheidung zwischen diesen Mengen, nämlich 15,5 zu 14,5, durch 100 Stück Mengendifferenz macht in dem Fall 10 Euro pro jeweiliger Einheit. Nächster Schritt ist dann hier 16,3 minus 15,5, wieder Mengenunterschied, sind wieder 100 Stück. Macht dann 8 Euro und so geht das weiter. Haben wir dann hier die 6 Euro, die 4 Euro, die 2 Euro. Klar muss sein für Sie, dass das natürlich nur auf die variablen Kosten zurückzuführen ist, weil die fixen Kosten bleiben ja in dem Fall schon mal entsprechend identisch. Das heißt also, hier passiert in irgendeiner Form natürlich was und die höheren Produktionsmengen sorgen natürlich in diesem Fall jetzt ganz konkret hier für eine entsprechende Absenkung der zugehörigen Grenzkosten bei natürlich gleichbleibenden Fixkosten. Man muss dazu sagen, das ist natürlich jetzt sehr schematisch und vereinfacht logischerweise auch dargestellt. In der Realität haben Sie eben nicht nur eine Flasche, Sie haben verschiedene Biersorten, Sie haben alles Mögliche. In dem Fall ist es jetzt einfach so, dass wir jetzt hier das sehr stark vereinfacht haben
um das gut darstellen zu können und zu verstehen, was Grenzkosten eigentlich bedeuten. So, jetzt schauen wir mal drauf, wie wirkt sich das Ganze dann auch ganz konkret aus. Erste Frage ist auch hier, besteht zwischen den variablen Kosten und den Grenzkosten ein Zusammenhang? Habe ich gerade eigentlich schon beantwortet. Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit so ein Kostenverlauf eintritt? Und da bin ich ganz klar, ich will eher, dass Sie verstanden haben, warum das so passieren kann, als dass Sie da irgendwie was ausrechnen können. Das können Sie mit dem Taschenrechner, das ist mir schon bewusst. Klar ist, wenn man es jetzt einfach nur überträgt, dass wir jetzt hier hatten wir die 10 bei 200 € und dann geht das hier runter. Das heißt also, es ist ein linearer Grenzkostenverlauf, der immer weiter absinkt. Gibt es einen Zusammenhang? Naja, klar gibt es einen Zusammenhang. Die Fixkosten und das Produktionsniveau verändert sich. Das heißt also, der Anteil der Fixkosten an den einzelnen Einheiten wird geringer. Aber eben auch, dass, was wir ja auch sehen, ist, dass wir eine Verringerung der variablen Kosten haben. Das sehen wir auch hier, nämlich das Ganze springt hier von 2 auf 3, dann von 3 auf 3,8, dann von 3,8 auf 3,4. Das heißt, die variablen Kosten sinken. Natürlich auch. Und der Anteil der Fixkosten verringert sich, weil die Ausbringungsmenge entsprechend höher wird. Das heißt also, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein solcher Kostenverlauf eintritt? Also was auf jeden Fall sehen, die variablen Kosten nehmen bei jeder zusätzlichen Produktionseinheit proportional ab. Das ist hier so der entscheidende Punkt, was wir haben bei den variablen Kosten. Und welche Beispiele kann man dafür anführen? Das ist zum Beispiel eben, was man ganz klassisch kennt, so, wo wir einen Fixkostenanteil haben, nämlich Stromkosten. Und der ist dann fix. Und wir haben einen Arbeitspreis, der ist typischerweise variabel. Also Sie müssen quasi für den Stromanschluss im Monat das und das bezahlen. Und dann wird die Ausbringungsmenge hinzugerechnet. Und dann sorgt das natürlich dafür, dass genau das, was hier passiert, umso höher die Menge wird, umso geringer werden dann auch entsprechend die Kosten. So. Einen zweiten Grenzkostenverlauf, den wir auch hier haben, und da sehen wir jetzt, dass wir jetzt hier eine Veränderung haben, die noch sich anders gestaltet. Wenn man es ausrechnet, ist ja wieder nur das Einfachste hier. Sehen wir 10, 59, 8, 5 €, 1 €. Also einen sehr stark degressiven Verlauf. Ja, sehr stark degressiven Verlauf. Eintragen oder ausrechnen, glaube ich, muss ich Ihnen hier nicht erklären, wie das geht. Und das Ganze sieht dann entsprechend natürlich so aus, wenn man es wieder überträgt. Und jetzt die Frage hier, wie lässt sich dieser Kostenverlauf eben grundsätzlich interpretieren? Da haben wir dann zum einen, die Grenzkosten sinken sehr deutlich mit dieser steigenden Menge. Also wir haben jetzt hier einen ganz deutlichen Einfluss eben dieser variablen Kosten, was man eben auch hier sieht nochmal. Die sinken jetzt hier ganz signifikant, ne? Also das wird immer weniger. Der erste Abstand hier zwischen 100 und 200 sind 1000 und zwischen 500 und 600 Flaschen sind es nur noch 100. So. Also die Grenzkosten sinken sehr deutlich mit steigender Menge, deswegen ist das die Antwort. Wodurch entsteht dieser Kostenverlauf? Das habe ich gerade gesagt, nämlich insbesondere durch diese sinkenden variablen Kosten pro Stück. Und jetzt wieder der Punkt, wodurch kann es zu einem solchen Kostenverlauf kommen? Natürlich durch sinkende variable Kosten bei steigender Menge. Natürlich wirkt sich auch hier wieder der Fixkostenanteil bei Menge auch aus, aber natürlich in diesem Fall, bei diesem Verlauf, durch diese sinkenden variablen Kosten bei steigender Menge. Was sind da wieder Beispiele für? Und darum geht es mir im Kern ja auch, sind Abschreibungen. Das ist so der klassische Fall. Wenn Sie sich Abschreibungen, deswegen habe ich ja gesagt, wir machen hier am Anfang eine kurze, ich sag mal, ja, Rückgriff auf die Begriffe, die wir schon kennen. Bedeutet natürlich, wenn ich eine Maschine nur mit 200 Stück beispielsweise auslaste, dann muss ich die gesamten Abschreibungswert durch 200 teilen. Wenn ich das über 300 verteile, auf 400, 500, 600, 700, 800, ist klar, dass die Abschreibungen sich natürlich dann ganz stark in diesem, sage ich mal, degressiven Bereich
bewegen. Und wenn Sie Tausende von Stück haben, dann sind es vielleicht auch nur noch Centbeträge, die den Abschreibungsaufwand ausmachen pro entsprechender Ausbringungsmenge. Anderes Beispiel könnten sein Mengenrabatte, also umso mehr ich eingekauft habe für die Produktion und umso weiter ich produziere, umso höher werden die Mengenrabatte, weil dann habe ich auch umso mehr eingekauft und damit hätte ich dann auch einen deutlich sinkenden Verlauf hier dieser Grenzkostenkurve. Das nur kurz, weil es ja auch nicht besonders herausfordernd ist zu diesen Grenzkostenverläufen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Über fixe Kosten hatten wir schon gesprochen. Und hier steht das auch nochmal. Wir haben eine Beschäftigungsänderung oder Änderung der Ausbringungsmenge führt zu einer Kostenänderung von 0. Die Gesamtkosten verändern sich nicht. Hier ist das natürlich nur auf die fixen Kosten bezogen. Das bedeutet natürlich auch ganz konkret, wenn wir die Ausbringungsmenge haben und hier die fixen Kosten haben, verändert sich nichts. Und das bedeutet dann auch, wir haben eben K als Gesamtkosten, jetzt nur bezogen auf die fixen Kosten, variablen Kosten außen vor gelassen. Ich gehe da gleich auf die entsprechende Formel nochmal ein. Und das bedeutet eben, wir haben hier immer fixe Kosten, fixe Kosten, fixe Kosten und es ändert sich erstmal nichts. Bedeutet auch, was ist das? Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Das sind so laufende Kosten wie Miete, müssen Sie immer bezahlen, unabhängig von Ihrer Ausbringungsmenge. Gehälter, klar, der Mitarbeiter kriegt auch sein Gehalt, unabhängig davon, wie viel Output da rauskommt. Und wir haben das Thema eben Zinsen, was ich gerade schon angesprochen habe. So, jetzt gibt es intervallfixe Kosten. Den Begriff sollte man dann auch kennen. Bedeutet eben, innerhalb bestimmter Beschäftigungsbereiche sind die Kosten fix. Werden bestimmte Grenzen überschritten, springen diese Kosten eben an. Das heißt, man nennt sie deswegen auch entsprechend sprungfixe Kosten. Und wie gestaltete sich das Ganze? Wir haben wieder hier diese Gesamtkosten, Kosten fix hier, die dann immer zu einem gewissen Zeitpunkt sprunghaft ansteigen. Und das gestaltet sich dann so, also beispielsweise bis zu einer Produktionsmenge von 100 haben wir 20 Euro Fixkosten und dann haben wir im Weiteren ab der Größenordnung 101 haben wir 40 Euro Fixkosten und deswegen eben sprungfixe Kosten. Hier auch wichtig, eben diese Begriffe mal gehört zu haben und deswegen quäle ich Sie auch damit. Was sind Beispiele dafür oder was sind Beispiele dafür? Wir haben eine neue Investition, also wir haben hier eine Maschine und um die Ausbringungsmenge von 101 oder ab 101 dann auch ja, leisten zu können, brauchen wir eine zweite Maschine. Dann springt natürlich diese zweite Maschine auch nochmal mit der entsprechenden AFA an, also Absetzung für Abnutzung wissen wir ja, das heißt also zweite Maschine, doppelte Abschreibung. So, dann haben wir proportionale Kosten. Also jedes Mal, wenn wir eine zusätzliche Mengeneinheit haben, steigen die Kosten im selben Verhältnis. Und deswegen steht hier, jede relative Beschäftigungsänderung führt zu einer identischen relativen Änderung der Kosten. Dies entspricht einer linearen Gesamtkostenfunktion. Und da ist dann so, dass wir einfach hier natürlich dann immer das 1 zu 1 haben. Dieser Kostenverlauf, muss man dazu sagen, ist, ich würde es mal vorsichtig sagen, äußerst unrealistisch in der Realität. Sowas gibt es eigentlich nicht. Wenn Sie jetzt, sage ich mal, vertiefende BWL studieren würde mit Schwerpunkt internes Rechnungswesen, dann müssten Sie jetzt hier Kurvendiskussionen führen und so weiter. Das vermeiden wir aber. Also in der Realität trifft man diesen Fall halt selten an. Aber trotzdem, der Begriff proportionale Kosten, darum geht es ja, den sollte man mal gehört haben. Es gibt aber auch Beispiele dafür oder zumindest Sachen, die man wirklich sich gut vorstellen kann. Also wir haben zum Beispiel den Akkordlohn, wenn es den noch gibt. Darüber hatte ich mich auch schon mal, ja, auch schon mal was gesagt. Das heißt also, wenn ich mit einer zusätzlichen Mengeneinheit, die der Mitarbeiter geleistet hat, erhält er auch einen proportionalen zusätzlichen Lohnanteil und dann könnte man sich das genauso vorstellen.
Oder eben wir produzieren ein Auto, dann brauchen wir jedes Mal vier Reifen. Unterstellen wir das mal, dass dieser Zusammenhang so ist. Dann bedeutet das, jedes Mal, wenn ein Auto zusätzlich produziert wird, kommen genau vier Reifen hinzu. Proportionale Reifenkosten in der Produktion oder bei der Produktion des entsprechenden Autos. So, jetzt kommen wir auch zu der, ich sag mal, einfachsten, aber auch wichtigsten Kostenfunktion, die Sie unbedingt kennen müssen und auch nie wieder vergessen dürfen. Und wir machen es auch gleich wieder an einem ganz einfachen Beispiel, was wir hier sehen. Wir haben also die Brauerei und wir produzieren natürlich Bier, unser, ich sag mal, Evergreen sozusagen an der Stelle. Und wir haben jetzt Wasser und kostet 10 Cent pro Flasche. Wir haben also Raumkosten in Höhe von 15 Euro. Und wir gehen davon aus, dass zwei Flaschen pro Minute produziert werden. Weitere Kosten betrachten wir jetzt nicht. Ermitteln Sie die Gesamtkosten pro Stunde und stellen Sie diese grafisch dar. Jetzt verstehen Sie natürlich auch, warum diese Unterscheidung Fixkosten, variable Kosten so wichtig ist. Wir haben Raumkosten, sind die Fixkosten pro Stunde. Und hier die Kosten Wasser pro Flasche, also der Anteil am Bier, an der Bierproduktion, sind natürlich die variablen Kosten. Und wir sehen natürlich jetzt hier auch schon, was passiert, wenn Sie darüber nachdenken. Wir gehen davon aus, dass zwei Flaschen pro Minute produziert werden und das Ganze eben sich auf eine Stunde bezieht. Dann wissen wir schon mal, dass 120 Flaschen produziert werden müssen. Und das Ganze sollen wir jetzt mal in Gesamtkosten darstellen pro Stunde und das Ganze auch grafisch darstellen. Dazu muss man jetzt zunächst wissen, K sind jetzt grundsätzlich immer Gesamtkosten. Diese Gesamtkosten setzen sich zusammen aus Kosten fix, hier in dem Fall logischerweise unsere 15 Euro. Dann haben wir Kosten variabel, das sind jetzt wieder die Gesamtkosten variabel, deswegen ist das K hier auch groß geschrieben. Dann haben wir immer eine Bezugsmengengröße. Das wäre jetzt hier in unserem Fall natürlich die Anzahl der Flaschen. Deswegen hier neutral dargestellt als x. Das ist natürlich eine Abhängigkeitsmenge von der aus der Aufgabenstellung heraus zu erkennenden Größenordnung, die man dann für die variablen Stückkosten natürlich benötigt, um diese ermitteln zu können. Denn was wir jetzt hier beispielsweise sehen, sind natürlich variable Stückkosten. Das sind die 10 Cent hier. Und die Bezugsmengengröße sind unsere 120 Einheiten, weil wir genau für diese eine Stunde diese 120 Einheiten fest oder ja, hier aus der Aufgabenstellung sich ergeben und damit die Aufgabenstellung im Sinne von Gesamtkosten pro Stunde ermittelbar werden. Bedeutet dann auch, Gesamtkostenfunktion ist immer K gleich Kosten fix plus Kosten variabel. Und wenn man es dann eine Ebene weiter tiefer auflöst, logischerweise bei proportionalen Kosten, deswegen haben wir auch gerade über proportional gesprochen, gilt für Kosten variabel natürlich immer KV, also hier die variablen Stückkosten multipliziert mit der entsprechenden Menge. Und das resultiert dann natürlich in der Funktion hier Kosten, also Gesamtkosten gleich Kostenvariable plus Kostenvariable Stückkosten multipliziert mit der entsprechenden Menge. Und wie gesagt, wir kommen ganz oft auf diese Funktion zurück, die darf man nie wieder vergessen. Kosten sind immer fixe Kosten plus variable Kosten und die variablen Kosten setzen sich bei proportionalen Kosten zusammen aus den variablen Stückkosten multipliziert mit der Menge. Aber das werden Sie in den nächsten Wochen auch nicht mehr vergessen, gehe ich mal von aus. Gut, jetzt schauen wir uns das am Beispiel an. Man kann das jetzt natürlich, wenn man mal nach Zahlen macht, relativ einfach sich machen. Wir haben also die 120 Stück. Also man hätte es jetzt auch sofort einfach nur einsetzen können, ne? Also wenn das jetzt hier einsetzen, wir haben jetzt hier unsere 15 plus natürlich die 120 mal 0,10 macht dann 12 Euro, kann man im Kopf ausrechnen 27 Euro. Hier sehen Sie es
Bei jeder Ausbringungsmenge oder Bezugsmengengröße unserer Einheiten haben wir 15 Euro Fixkosten. Die Variablen, das ist ja proportional hier, wir haben keine Grenzkostenfunktion hier im Sinne von anderen Werten. Bedeutet, wir haben hier jetzt eine Multiplikation der Bezugsmengengröße mit den 10 Cent, sorgt dann für die Gesamt- oder variablen Kosten in Höhe dann natürlich von 0 bis 12 logischerweise, ich habe es schon genannt, und klar kommt dann eben raus 27 Euro. Ich glaube, das ist auch sehr gut und einfach nachzuvollziehen. Wenn man das dann grafisch darstellt, dann sieht das natürlich auch folgendermaßen aus. Wir haben hier die fixen Kosten, die liegen immer bei 15. Wir haben hier dann unsere variablen Kosten, die haben wir auch gerade entsprechend hier dargestellt, in der Summe von 0 bis 12. Ja, von 0 bis 12, das sieht man hier auch gut. Und wenn wir natürlich die Gesamtkosten haben, ist es einfach die Addition hier der fixen Kosten mit den variablen Kosten, und dann ist das natürlich auch genau eine parallele Linie hier logischerweise, dass wir von den 15 auf die 27 kommen, und das ist jetzt hier, denke ich, auch kein Hexenwerk. So, jetzt haben Sie die Aufgabe hier mal für sich zu bearbeiten. Hier wird es nicht komplizierter, aber wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche Produkte, und diese Aufgabe sollten Sie mal machen bis zum nächsten Mal. Und was für mich dann eigentlich, weil dieses einfache Ausrechnen der entsprechenden Gesamtkostenergebnisse ist ja nicht besonders schwierig. Das ist ja jetzt wirklich Mathematik erste Klasse. Wichtiger sind mir fast schon diese Fragen hier. Also nicht nur das Ganze jetzt mal schnell ausrechnen, ist ja keine große Sache, sondern schauen Sie mal sich diese beiden Fragen an, denken Sie über diese beiden Fragen mal nach, und wenn Sie die Fragen dann auch wirklich richtig beantwortet haben, ich kläre das dann entsprechend auf, dann können Sie auch sicher sein, dass Sie da auf dem richtigen Weg sind. Ja, damit würde ich erstmal schließen, und ich fange dann wieder an mit der Auflösung dieser entsprechenden Aufgabe hier. Bis dahin. Ciao, ciao.